Okay. Ich hab's gerade gefühlt. Ja, schön. Ja. Du hast auch schon so einen Niedlichkeitsbonus, ne? Du wirkst sehr unbeschwert, du wirkst sehr... Also das ist jetzt, wenn du das so sagst, ich fühle mich natürlich sehr ertappt, wie du merkst, weil ich, deswegen lache ich. Was toll ist, hier kann man, wenn es total leer ist, dann lese ich irgendwie Drehbücher, lese in Texte rein und es ist irgendwie so ein, irgendwie ein inspirierender Ort. Und das ist jetzt auch wieder interessant und es hat was damit zu tun, dass er sowas Vergängliches hat. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, so viel Zeit ist nicht mehr. Also ich habe eher so ein Bewusstsein für das Leben, dass es so schnell vorbei ist. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich hier sitze. Tja, willkommen in meinem Leben. Hallo, ich bin Benito. Ich bin Schauspieler, mache gerne Musik und ich singe. Ich habe 5 Schwestern. Ich bin im Sauerland aufgewachsen, in Lüdenscheid. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich bin ja hier München-Touristin. Also wir sind jetzt hier im Lehnbachhaus. Scheiße, weil ich muss ganz gut das Fahrrad anschließen. Ja, soll ich das irgendwo... Na, also du darfst mich doch nicht fragen, wo du dein Fahrrad anschließt. Du bist zu faul, bis da vorzulaufen jetzt? Ich bin zu faul. Das ist ein Thema. Ich bin nicht zu faul. Ich hasse es, zurückzugehen. Ich fände es jetzt auch zum Beispiel ganz schlimm, wenn du sagen würdest, lass uns einfach wieder zurückgehen. Also nach dem ist das Haus hier benannt. Und der Franz von Lehnbach war ein Maler. Mhm. Oh Gott, alle, die das jetzt sehen und die es dann Das google ich aber nachher gleich. Nee, also sicherlich, er war auf jeden Fall ein Maler. Und der hat auch sich selbst und seine Familie gemalt. Und da oben gibt es auch das Zimmer, wo dieses Bild ist. Und es ist total schön, aber auch ein bisschen gruselig. Ehrlich? Ja, weil die Tochter guckt so richtig diabolisch. Und er hat sich auch selbst gemalt in dem Bild. Das ist irgendwie sehr, sehr weird, irgendwie, wie die alle gucken. Also es Franz von Lehnbach, Maler. Maler. Und der schönste Part kommt jetzt noch. Und zwar der Garten, der eigentlich normalerweise total leer ist. Gehen wir jetzt da. Ich weiß gar nicht, ob man da raus kann. Klapp. Das ist ja interessant, dass du zur Charakterisierung gleich gesagt hast, ich habe 5 Schwestern und bin der einzige Junge. Was bedeutet das für dein Leben? Das bedeutet eigentlich alles. Ich würde sagen, echt alles. Letztendlich ist es ja so, dass meine ganze Identität in dem Aufwachsen mit meinen Schwestern ja gebildet wurde. An welcher Stelle bist du? Ich bin der Zweitjüngste. Ah, also schon Nesthäkchen auch ein bisschen. Es hat unglaublich viele Vorteile, es hat auch manche Nachteile. Wenn irgendwelche Spiele früher gespielt wurden, wo ich dann nicht mitspielen durfte, das kam auch vor, eher selten, aber es kam auch vor. Ich dachte, glaube ich, auch ziemlich lange, ich bin eine Schwester, bis ich herausgefunden habe, ich bin ein Bruder. Ja, ich kann mit allen über alles reden. Das Coole ist, dass man natürlich so Expertinnen hat für bestimmte Thematiken. Und je älter wir auch werden, umso mehr zeigt sich auch, okay, sie ist Expertin für das, ich bin Experte für das. Es ist halt alles dabei, ne? Bist du der Einzige von euch Kindern, der so in die Kunst gegangen ist? Also ich war inspiriert davon, in die Kunst zu gehen. So müsste ich, glaube ich, anfangen, die Frage zu beantworten. Von meiner Schwester. Die wiederum war inspiriert von meiner Mama, weil die früher viel und oft gesungen hat. Meine Schwester saß dann immer auf der Treppe und hat zugehört, wie meine Mama gesungen hat und wollte sie auch anfangen zu singen. Und da fing das so bei mir an, weil ich habe erst angefangen zu singen mit 17, Gitarre zu spielen. Und das war so meine Berührung zur Kunst. Und dann Eltern zu haben, sowohl Mama und Papa, die beide sagen, Junge, du kannst alles schaffen, du kannst alles machen und nicht, mach bloß nicht Schauspiel, diese brotlose Kunst oder so.
ja, sowas als Rückenwind zu haben, hat mir dann auch den Mut gegeben zu sagen, ey, ich probiere Schauspiel aus. Du bist echt immer für eine Überraschung gut. Ich höre gern heimlich Schlager. Tust du nicht. Und ich liebe Überraschungen. Besonders Überraschungspartys. Deswegen habe ich dir auch den... Den Schlüssel. Ja, für meine Wohnung. Mir geht's nicht um das, was wir in diesen 6 Wochen hatten, Robby. Sondern um das, was wir noch vor uns gehabt hätten. Ich wäre so gern mit dir verreist. Ich hätte dich so gern meinen Eltern vorgestellt. Und hätte dir zum Geburtstag Frühstück ans Bett gebracht und dich gepflegt, wenn du mit einer Grippe flach liegst. Manchmal stelle ich mir sogar vor, wie du plötzlich von einem Auto angefahren wirst und ich der Einzige bin, der dich dann im Krankenhaus besucht, wo ich dir nicht mehr von der Seite weiche, bis du endlich kapierst, dass ich der Richtige bin. Bin ich ein Psycho? Deine Freundin dich manchmal abschreiben und denken, oh Gott, der arbeitet jetzt an der Rolle. Ist ja schrecklich, was ich gerade für einen Menschen an meiner Seite habe. Ich würde sagen, leider ja, ein bisschen, okay. Ja. Also ich, es ist schon so, dass ich, das verstehe ich jetzt immer mehr, dass ich nach einer Rolle, wenn ich die gespielt habe, auf jeden Fall rauskommen muss. Okay. Machen wir den Sicherheitscheck doch einfach jetzt. Ja, perfekt. Na gut. Dann will ich mal nicht so sein, wa? Ich hab mir die alles schon mal genau angekickt. Mhm. Passt auf soweit alles. Bis auf der Beauty-Stand da hinten. Der ist genau in der Feuerwehrzufahrt. So, fertig. Ja, sieht toll aus. Immerhin wie Bär. Finde ich auch. So, 1 Flyer pro Person. Okay, Schatz? Los. Ich bin stolz auf dich. Der Stand darf hier nicht stehen. Theo. Sollte er auch nicht. Hallo? Wir haben gerade größere Probleme. Einer, was für Probleme? Sabine, Tisch. Du kriegst gleich Probleme mit Hallo? Mir. Hallo? Ey, das ist mein Spiel. 1, 2, Happy. Nee, Happy. Hört auf. Hör ich auch rein. Meine Produkte. Tut mir leid. Wie, tut dir leid. Was soll denn das? Hallo? Reicht das so? Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt seit 7 Jahren. Ach, wie geil. Ja. Ach, wie schön. Mhm. Na ja, dann bist du ja safe. Ja, nee, safe, also das... Nee. Also dann kennt man sich ja wirklich schon richtig gut. Dass man sich wirklich fallen lassen kann und auch mal so Phasen, da weh sie hat, was er an dir hat, will ich damit sagen. Total, ja. Total. Gleichzeitig muss man sagen, ich mache das ja erst auch so seit 2-3 Jahren, ne? Das Gedrehe. Ich sehe natürlich auch, wie gerade deine Insta-Followerschaft rist. Das macht ja was mit Menschen. Ja, da hast du recht. Es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen mit Instagram. Mhm. Das war seit der Serie Neumat, die ich dann in der Schweiz gedreht habe. Mhm. Wo ich erstmal dachte, die wird wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, weil es eine Schweizer Serie ist. Mhm. Und alleine so im deutschsprachigen Raum, ja, verstehen es einfach nicht alle. Und dann wurde sie plötzlich in 30 Sprachen synchronisiert. Was da innen passiert ist, das ist schlimm. Für uns alle. Jetzt müssen wir unbedingt noch mit zusammenleben. Missy, was wird denn aus dem Hof? Der wird dann weg. Neumann, das ist mein Hof! Und erstmal war es mir egal und dann hast du mir plötzlich irgendwann eine Zeit lang aufgefallen, oh, du guckst täglich nach, wie viele Follower du hast. Und dann habe ich irgendwie so 2 Monate kein Instagram mehr benutzt und jetzt ist es wieder weg. Gehst du gerne über Grenzen? Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, meine Tendenz ist, glaube ich, meine Tendenz. Wenn bestimmte Leute das jetzt sehen, sagen die, was redest du da für ein Schwachsinn, deine Tendenz? Du gehst immer voll über deine Grenzen. Jetzt habe ich mir gerade selbst zugehört. Meine Tendenz ist, dass ich über die Grenzen... Ich gehe volle Kanne über meine Grenzen, immer. Und das ist ja, wie gesagt, jetzt etwas, was man so mit dem Erwachsenwerden lernt. Auch mal Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen, für sich selbst auch, um irgendwie... Wie es halt so ist, ne? Wenn plötzlich ein Kater 3 Tage dauert oder 2,
Und sowas. Und wenn man irgendwie plötzlich, ich war früher auch sehr, sehr unzuverlässig zum Beispiel. So, das hat auch was damit zu tun, dass ich irgendwie überall sein wollte und dann plötzlich gar nicht mehr mitbekommen habe, wo war ich denn eigentlich? Und jetzt, dann bin ich halt jetzt da und da und bin einfach nur so mit. Und jetzt habe ich eher sowas, und das ist aber auch schön, das ist sowas wie, ich setze mir jetzt eigentlich keine Grenzen, sondern ich suche mir aus, auf welchen Festen ich tanzen will und zu welcher Musik. Dann gibt es halt Momente, wo man plötzlich zweifelt, also so auch, habe ich den richtigen Beruf gewählt, führe ich ein richtiges Leben, also, oder führe ich ein Leben, auf das ich gerne zurückschaue. Krass, das stellst du dir jetzt schon mit 31, diese Frage? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil du mal was erfahren musstest? Es kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Ich hatte mit, ich glaube so 7 oder 8 hatte ich mal einen Autounfall. Da habe ich so ein Wettrennen mit meiner Schwester gemacht. Sie hat angefaked, dass sie losläuft. Und ich bin losgelaufen, habe mich dann umgedreht, um zu gucken, warum läuft sie nicht los. Und dadurch habe ich verpasst, dass auf der Busspur ein PKW mit 60, 70 km/h richtig schnell mich angefahren hat. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich, also ich habe es wirklich vor Augen, wie ich durch die Luft fliege, wirklich. Dieser kleine Körper eines 8-Jährigen oder so, oder 7 vielleicht sogar. Und ich quasi die ganze Welt, wow, und alles mal von überall sehe. Und dann lande ich relativ weich in Brennnesseln. Das nee, das war eigentlich ganz gut. Es war natürlich blöd, dass es Brennnesseln waren. Aber es war gut, weil ich bin voll weich gelandet. Und ich weiß auch, dass ich in dieser Drehung die Bordsteinkante gesehen habe. Wäre ich darauf gelandet, wissen wir alle, was passiert wäre. Und also ich denke nicht, boah, wir haben ganz viel Zeit, wir können alles machen, was wir wollen, egal was man macht. Ich glaube an Karma. Ich glaube, das, was man macht, dass das zu einem zurückkommt. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was man macht, eine Bedeutung hat. Nicht hier. Ich dachte, du bist nicht so ein Schisser. Ich bin nicht nur schwul. Robby, ich bin auch schwarz. Was hat denn das jetzt damit zu tun? So einiges, glaub mir. Langsam habe ich das Gefühl, du bist froh, damit in den fehlenden Eier verstecken zu können. Ich leide nicht unter meiner Hautfarbe, Robby. Ich leide unter der Ignoranz und Intoleranz meiner Mitbürger. Ich kann jetzt sagen, was ich will und es ist falsch, oder? Ich habe einfach gehofft, dass ich so ein Gespräch nicht mit meinem eigenen Freund führen muss. Hat das noch mal viel gedreht bei dir, die Rolle? Total. Also mir macht es auf allen Baustellen Hoffnung. Sei es Black Lives Matter, sei es in der queeren Community und sei es in der Schauspielerei, also in meiner Branche, was sich irgendwie tut, inwiefern Erzählperspektiven verändert werden. Und das habe ich auch erst gecheckt über so Nachrichten, die ich dann bei Instagram bekommen habe oder wenn Leute teilweise mit Tränen in den Augen mich ansprechen und sagen, ey, vielen Dank für diese Serie, die ist so wichtig für uns. Und das, oder Leute, die mir schreiben, du, ich sehe mich zum ersten Mal repräsentiert als schwarzer Schwuler im deutschen Fernsehen. So über etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe vorher. Auch, muss man auch dazu sagen. Ne? Also, und ich dachte eigentlich, oh, ich bin ein ganz moderner Mann und so, klar, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Nee. Wenn ich mit bestimmten Kerlen unterwegs bin, dann haue ich auf den Tisch, dann ist meine Stimme eine Quinte tiefer und dann mache ich Stammtischparolenwitze. Echt? Kann ich, das kann passieren. Also vor 3 Jahren, jetzt nicht mehr. Ja. Ne? Aber das hätte ich nicht gedacht bei dir. Also, das aber nicht weil ich dahinter stehe oder nicht weil ich das irgendwie gut finde oder so, sondern einfach weil ich nichts anderes kannte. Wann ist denn dir aufgefallen, dass du schon auch optisch und von deiner Art dich unterscheidest von anderen Menschen?
Mit der Niedlichkeit? Ja, auch so mit dem Charisma und so. Man kriegt doch irgendwann im Leben mal einen Punkt, wo man sagt, ah, okay, krass. Leute reagieren auf mich. Mir werden Türen geöffnet. Das glaubst du mir jetzt eh nicht, wenn ich das sage. Noch nie. Und was sind die Bereiche im Leben, die dich verunsichern? Oh, es freut mich, dass genau jetzt ein Anruf kommt. da muss ich rangehen. Das klingelt doch gar nicht. Doch, es klingelt. Ach so, okay. Es vibriert, ich bin sehr diskret. jetzt ist es schon wieder vorbei. Schauspiel, da fühle ich mich nicht safe. Ich kann mir währenddessen nicht sicher sein. Ich kann mir nie sicher sein, egal was, woran ich gerade arbeite, wenn es im Drehkontext ist, kann ich mir nie sicher sein, ey, das ist super. Es ist immer zweifelnd und hinterfragend und immer, dann sind es zu wenig Takes. Und egal, wie gut man vorbereitet ist, also das ist meine Erfahrung, es hinterlässt immer die Frage, so, war das gut genug? Wash it all away, ignore your weary mind, with your stormy thoughts, leave it all behind. Das war geil. Leave it all behind. Ich glaube, ich bin erst ab der zweiten Strophe da. Wir nehmen jetzt gerade unsere erste EP auf. Und das werden 6 Songs, oder? Ja, es werden 6 Songs. Und wir haben gestern angefangen, witzigerweise, haben 1 Song aufgenommen. Und ich war auch das erste Mal gestern hier im Studio. Und heute jetzt haben wir, das ist jetzt der zweite Song, den wir angefangen haben aufzunehmen. Everything starts all over again. Du bist ja auch jemand, der nach Bangkok reist und sich da einfach mit der Gitarre hinstellt und einfach so auf der Straße singt. Da gehört ja auch was dazu. Das stimmt. Ich bin mit meiner Stimme, also ich bin sozusagen singend selbstbewusster als Schauspieler. Ich habe mehr Kontrolle. Also ich merke einfach, das Singen habe ich mir irgendwie so ein bisschen selbst beigebracht über meine Schwester und so. Und habe so gemerkt, okay, das geht nicht, ah, hier kannst du die Stimme so verändern und so. Schauspiel habe ich irgendwie studiert und dann kommst du plötzlich raus und hast halt 4 Jahre Theater studiert und dann drehst du. Dann bist du plötzlich so, okay, wie geht das jetzt? Und hier ist es irgendwie so, okay, Singen ist halt Singen. So, und wenn du irgendwie ein Gefühl hast, wo deine Stimme sich gut anfühlt, so, dann kannst du immer wieder daran anknüpfen, ob jetzt im Studio, auf der Bühne oder in Bangkok auf der Straße. Und deswegen habe ich mich das da auch getraut. Das ist ganz geil eigentlich, ne? Deine Vita auf dem Papier ist ja wunderbar. Alles, was du drehst, wird ein Erfolg. Schön, deine Rollen so werden größer. Ja, stimmt. Kannst du weitermachen? Na, Punkt, bis dahin sind wir jetzt gekommen. Es ist immer so verrückt, wenn du, also, so von außen betrachtet, klingt das so, ja, es läuft ja alles, ne? Und es läuft auch immer stetig und wird immer besser und wahrscheinlich ist es auch so. Aber es ist natürlich alles mit unglaublich vielen Schwierigkeiten verbunden und sozusagen mit vielen Hürden. Nee, ich muss ganz kurz von Zürich erzählen. Als ich in Zürich vorgesprochen habe bei Barbara Frey, da war das so, ich habe vorgesprochen und das Vorsprechen war vorbei und ich bin mit gesenktem Kopf von der Bühne gegangen und bin stehen geblieben und bin zurückgegangen und habe gesagt, kann ich das bitte nochmal machen? Ich kann das viel besser. Weil ich bin schon so, weil ich dachte, das war's nicht. Ich wusste, das war's nicht. Ich bin aber zurückgegangen. Also gehst du ja doch zurück. Du hast mir am Anfang unseres Tages erzählt, dass du nicht zurückgehst. Bist zu faul, bis davor zu laufen jetzt? Ich bin zu faul. Nee, das ist ein Thema. Ich bin nicht zu faul. Ich hasse es, zurückzugehen. Ich gehe doch zurück, ja. In den Momenten, wo es sich lohnt, dann gehe ich zurück.
Ja. Ja. Oh, we were a flower, like a woman.